Hallo zusammen, ich bin Stefan Frömmken und ich zeige euch heute, wie ihr mit dem Fehler Oops, an Error Occurred umgeht. Dazu habe ich diverse Fehler schon in einigen Extensions eingebaut und als Beispiel nehmen wir hier die News. Da ist der Fehler Oops, an Error Occurred. Jetzt wollen wir mal ein paar mehr Informationen dazu anzeigen lassen. Dazu melden wir uns mal im Backend an. Und alleine durch die Anmeldung sehen wir hier schon etwas mehr Informationen darüber, um was für einen Fehler es sich handelt. Hier sehen wir, dass jetzt eine Methode isSetter versucht wird aufzurufen. Die gibt es natürlich nicht, die Methode. Wenn wir jetzt nicht wissen, wo genau diese Methode aufgerufen wird, haben wir doch die Möglichkeit, den Debug-Modus zu aktivieren. Dazu gehen wir wieder in unser Backend rein, Settings, Choose Preset und können hier die Debug-Settings für die Webseite aktivieren. Wenn wir jetzt die Webseite neu laden, sehen wir, dass sich nichts getan hat. Und hier habe ich jetzt so einen Fallstrick eingebaut, denn die Debug-Einstellungen, die hier in den Presets durchgeführt werden, werden nur in der Local Configuration PHP ausgeführt. Dadurch, dass man die Local Konfiguration von Type3 mit Hilfe einer Additional Configuration überschreiben kann, haben meine Änderungen, die ich gerade gemacht habe, keine Auswirkung gezeigt. Dann gehen wir in die Additional Configuration rein und setzen hier mal die Display Errors auf 1. Speichern, versuchen wir das noch einmal. Und jetzt haben wir auch einen vernünftigen Backtrace. Wir sehen wieder die Fehlermeldung und diesmal sehen wir auch, der Fehler ist aufgetreten im News Controller in der Zeile 130. Dann schauen wir uns das an der Stelle mal an. Und bauen daraus mal wieder ein vernünftiges Isset. Speichern. Neuladen, Seite läuft wieder. Dann baue ich das mal wieder zurück, weil ich habe nämlich noch was für euch vorbereitet. Und zwar den KK-Downloader. Und wie man jetzt hier sieht, haben wir einfach nur eine weiße Seite. Ich kann euch aber zeigen, dass sich auf der Seite 6 KK-Download definitiv ein Plugin befindet. Aber die Seite hier bleibt weiß. Und interessant an der Sache ist, selbst wenn ich jetzt hier Debug aktiviere, dann hat dies keine Auswirkung. Und jetzt steht man ein bisschen da und denkt, wie kriege ich denn das jetzt gelöst oder wie gehe ich der Sache nach? Jedes Plugin, das ich einbinde, sei es noch PBase oder ein eigenes Framework oder XBase, völlig wurscht. Alle Plugins werden mit Hilfe einer Userfunc aufgerufen. Dann nehmen wir ein Template rein, KK-Downloader, TypeScript Object Browser. Ja, hier sieht man dann zum Beispiel der KK-Downloader, da wird das User-Content-Object aufgerufen. Und hier sehen wir auch, welche PHP-Klasse mit welcher Methode aufzurufen ist. Ja, Methode heißt Main. Gehen wir der Sache mal nach. User. Da gibt es eine eigene Klasse für. Die finden wir in Typo3 sysext Frontend. Wir sind in der Frontend-Ausgabe. Und dann haben wir Content-Objekte. Und wir haben ja gesehen, es gibt das User-Content-Object. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir hier, wird eine Call-User-Function aufgerufen. Da folgen wir mal.
interessant an der Sache ist, er prüft, ob die Klasse existiert und er prüft, ob die Methode existiert. Und nur wenn sie existiert, geht er hier weiter rein und ruft schlussendlich die Methode auch auf. Wenn irgendwas von den Sachen vorher nicht funktioniert, dann protokolliert er das im Time Tracker, den können wir uns auch gleich mal anschauen. Und in allen anderen Fällen bleibt Content einfach leer. Ne? Content wird leer übergeben und wird einfach leer zurückgeliefert. Also wollen wir uns mal anschauen, ob wir irgendwo diese Protokollierungen hier auch im Frontend einsehen können. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass der Time Tracker im Admin Panel einsehbar ist. Mal gucken. Extensions. Admin, ja super, ist nicht installiert. Dann lass uns mal eben installieren. Pdf Composer require type 3CSS Admin Panel Hütchen 10.4. Ich gucke da mal ganz gerne zu und mag das, wenn ich ein bisschen, wenn ich etwas mehr sehen kann. Oh, da habe ich gerade gesehen, er ist installiert. Kurz prüfen im Extension Manager, ob er auch da ist. Jawohl, ist auch direkt aktiv, das gefällt. Rufen wir das nochmal auf. Das Admin-Panel müssen wir noch aktivieren für die Frontend-Ausgabe. Dazu gehen wir in Template rein. Und fügen folgende Zeile hinzu. Wow, ja gut. Möchte noch die Datenbank aktualisiert haben. So, nochmal. So, jetzt haben wir auch unser Admin-Panel. Das Admin-Panel wird nur dann angezeigt, wenn die Backend-URL exakt, also wenn die Domain des Backends exakt mit der Domain aus dem Frontend übereinstimmt. Und dabei muss auch hier Scheme übereinstimmen. Ansonsten, wie gesagt, wird nicht angezeigt. Auch wenn man Multisite hat und ihr habt im Backend eine andere Domain drin, und habt hier dann eine andere Domain, das funktioniert nicht, auch wenn es oft in der gleichen Type-of-3-Instanz ist. Muss alles exakt gleich sein, nur dann wird auch hier das Admin-Panel angezeigt. Da steht TypeScript 3 Messages, wollen wir mal reingucken. Ja, guck mal, schön. Method main did not exist in class. Da haben wir unsere Fehlermeldung. Falls das bei euch nicht angezeigt wird, ich glaube, hier muss man bei Settings, genau. Der Haken muss aktiv sein, Display Messages, ansonsten werden euch diese Protokollierungen hier nicht angezeigt. Ja, dann gehen wir nochmal gucken, was mit der Klasse los ist. Aha, da. Da habe ich den Fehler eingebaut. Main, das gibt es nicht. Die Methode heißt main. Speichern. Ja, jetzt sind wir schon mal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir schon wieder Ups, ein Error occurred. Gut. Ich prüfe das nochmal. Settings, choose presets, debug. Debug ist aktiv. Gut, also für Fatal Errors, wie wir es bei der News hatten, da funktioniert der Debug-Modus. Aber wenn eine Exception geworfen wird, dann funktioniert das System innerhalb von Content-Elementen respektive Plugins nicht. Um diese Meldung jetzt auch noch wegzubekommen, müssen wir ins Template reingehen. Setup.
und fügen noch eine weitere Zeile hinzu. Content Object Exception Handler und deaktivieren diesen mit 0. Speichern, neu laden. Aha, Exception, ich mache alles kaputt. Und zwar auch mit kk-downloader, Zeile 161. Aha, da ist der Schuldige. Schmeiß mal die Zeile mal raus. Neu laden. Und dann funktioniert auch die Ausgabe wieder. Nicht vergessen, Debug-Modus wieder auf Live setzen. Können wir uns abmelden. Webseite läuft noch. Prima. Wunderbar. Auf diese Art und Weise wisst ihr jetzt, wie man Ups und Error Code analysieren kann und sich weitere Daten dazu anzeigen lassen kann. In diesem Sinne, viel Spaß und schönen Abend noch.